Hallihallo, heute mal ein kurzes Video, ein furchtbar kurzes Video, hoffentlich. Es geht um Linux Mint. In meiner Google Plus Seite sind immer diverse Leute, die posten ihr Desktop-Thema und ich habe Linux Mint, das normalerweise so ein bisschen grün aussieht, ne? Deshalb heißt es ja auch Mint, so ein bisschen rot umgefummelt, nachvollziehbar für alle, die Linux Mint mit 10 Nanom Desktop haben. Ja, sieht auch ganz witzig aus. Schauen wir mal, wie es so aussieht. Ganz nettes Themachen. Gut gefunden. Mit Rechtsklick auf das Panel kommt man auf die Themen. So, dort gefunden Dragon. Herunterladen kann man dann mit Suchen nach Dragon. Also Drachen auf Englisch. Dragon. So. Weitere Informationen dazu. So, hier sieht man das entsprechende Thema. Kann man natürlich direkt mit der Software runterladen. Hier aber interessant der Link zu einem Icon-Thema, das ebenfalls rot ist, habe ich auch schon installiert. So, installiert ist das Dragon Theme. Unter andere Einstellungen stellt man noch die Steuerung auf Dragon. Hat man sich die entsprechenden Icons runtergeladen und installiert, hat man noch die Ultimate Edition Icons Red und die Fensterrahmen sind vom Format Dragon und den Mauszeiger habe ich noch schwarz gemacht. Sieht doch ganz nett aus. Wem jetzt diese Ultimate Editions ein bisschen zu verspielt sind, es gibt auch noch GNOME Wine kann man sich mit Synaptic herunterladen oder GNOME Colors. Da hat man ein ganzes Set von Farben. Ja, hier GNOME Wine Icons sind Wine wie Wein und Rotwein und deshalb rot und dann sieht das ein bisschen anständiger aus, ne, finde ich. Also ich finde, das passt fast besser als das Ultimate Edition. Das ist jetzt nicht ganz so verspielt. Ganz nett. Wer da noch ein bisschen weiter gehen will, die entsprechenden Einstellungen noch auf Firefox zu übertragen, der könnte mal zum Beispiel das rote Dragon Theme hier oben sich hinzufügen. Hat jetzt mit dem Thema von Linux Mint eigentlich nichts zu tun. Ihr müsstet das Add-on Personas haben, dann das entsprechende Red Dragon Thema euch hier installieren. Da Firefox mittlerweile recht sparsam ist mit der oberen Menüleiste, gegebenenfalls mit Rechtsklick diese anpassen und die Symbolleisten wieder einblenden, die Menüleiste und die Lesezeichen Menüleiste, damit hier ein bisschen mehr Platz verschwendet wird, damit der Drachen auch zu sehen ist. Gegebenenfalls noch das Terminal anpassen. Gut, Linux Mint ist hier noch in grün zu sehen, aber Uname Minusa. Da seht ihr, rote Schrift habe ich eingestellt, LSB Release Minusa. Linux Mint 17 Kiana. So, mit Rechtsklick in das Fenster Profile. Profileinstellungen könnt ihr ebenfalls auch dort bei den Farben Benutzer definiert die Textfarbe auf Rot umstellen. Oder ein anderes Terminal verwenden anstelle des Standard-Terminals. Ich finde es ganz witzig. Gut, Hintergrundbild gibt es noch einen kleinen Hinweis von mir. Wo findet man das? Nachdem man das Thema installiert hat, einfach über Linux Mint über die Themeneinstellung runterladen, installieren, STRG drücken und ihr findet im Unterordner .themes das entsprechende Thema, hier in dem Fall Dragon. Und darunter findet ihr auch die Wallpapers und da sind auch diese Dragon Bilder drin. Da gibt es zwei zur Auswahl, zum Beispiel auch dieses. Das könnte man gegebenenfalls auch als Hintergrund festlegen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Übrigens die Ecken, hier kann man übrigens auch noch einstellen. Die übrigen die aktiven Ecken, alle Anwendungen aktive Ecken, kann man einstellen und dann sieht man auch den kleinen Drachen hier in der Ecke, zum Beispiel um den Schreibtisch anzuzeigen. Und tschüss.